Hey meine Freunde und willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. So, hier sind wir stehen geblieben und ich würde sagen, ohne groß drauf rumzureden. Ja, ich liebe dieses Wort, ne? Ich krieg dieses Wort nie auf die Kette, aber egal. Naja, eigentlich ist es ein Satz, ne? Untersuchen. Erstmal das Tor öffnen. Genau, wir sollten... Schikastein erkannt. Das ist schön. Wir sollten für ihn den Schatz aus diesem Tempel holen. Dieser Ort wird als Teleportziel auf der Karte eingezeichnet. Ah, okay, cool. Also eine Schnellreise gibt's auch. Der Eingang wird nun geöffnet. Das ist aber lieb. Dankeschön. Wir sollten ja für den einen Opi da den Schatz aus diesem Dungeon holen. Da verlässt mich meine Stimme. Entschuldigung. So, und dafür kriegen wir seinen Gleiter. Da bin ich ja echt mal gespannt drauf, ne? Auf den Gleiter. Da bin ich richtig gespannt drauf. Okay, das sieht auf jeden Fall sehr schnorke aus. Anwendungstipps für Waffen. Hölzerne Waffen kannst du anzünden und als Fackel verwenden, wenn du mit einem metallenen Waffen und Feuerstein... Ich sollte nochmal in die Schule gehen, glaube ich. Ein bisschen lesen lernen. Ich würde doch schade mich. Ja, nochmal ein Buch lesen. Na ja, ein Buch wäre gut. So, hier bin ich jetzt auch mal gespannt. Diese gibt's ja überall. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Ma-Uno. Im Namen der Göttin Hylia... Nein. Magnetismus. Ma-Uno-Schrein. Okay. Wir kriegen bestimmt jetzt diesen riesen Magneten. Aber wo? Hier? Hier muss ich irgendwas aktivieren. Schikastein erkannt. Datenübertragung beginnt. Ach, komme ich schon voll wie, ich, keine Ahnung, meinen Rechner starte oder so. Ist das eine Träne? Das ist eine Träne, ne? Ja, geil. Tada. Magnetmodul. Lässt dich metallene Objekte bewegen. Erfasse den Magnetenstrahl. Ein Objekt aus Metall kannst du es hochheben und frei umher bewegen. Ein neues Modul wurde aktiviert. Okay, ja, das wird das sein. Dieser Riesenmagnet. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Modulverwendung. Verwende die Module des Schikasteins. Okay, das schaffe ich. Wow. Wie geil ist das denn? Ja, geil. Guckt euch an. Ui. Kann ich die auch wegwerfen? Abstoßen. Nee, irgendwie nicht. Ja, das ist ja cool. Ich kann die... Okay, ich kann... Kann sie, glaube ich... Nee, falscher Knopf. Ich kann damit, glaube ich... Ich kann die wirklich nur herumheben. Also ich kann sie nicht wegschleudern. Okay. Gehen wir mal hier runter, ne? Pro Treppe? Pfuh. Ey, nein! Ich wollte cool sein, nicht die Treppe nehmen. Na ja, dann nimm halt die Treppe, mein Gott. Da gibt's, ich schätze mal, im Wasser gibt's nichts, ne? Okay, und dafür, das war jetzt dafür da, um auf die andere Seite zu kommen. Okay, gibt's mehr Rätsel. Junge, Junge, ich bin ja nicht so der Rätselheino, ne? Aber okay, da ist schon mal, das kann ich nehmen. Ich schätze mal, das brauche ich, um da hochzukommen, ne? Oh, das ist so geil, guck mal, wie geschmeidig. Hui, wow, wow. Oder muss ich das kaputt schlagen? Ach, ich muss das kaputt machen. Aha. Legt euch nicht mit mir an. Ich bin der Steinezerstörer. Easy peasy. So, Mann. Brauche ich den noch? Ich nehme den mal mit. So ein bisschen. Sag mir nicht, du kommst da nicht hoch. Okay, doch. Ich wollte schon sagen. Was ist das denn für ein Vieh? Wartet mal. Was ich auch noch machen wollte. Nein. Ich wollte mir mal eine andere Waffe anziehen. Und zwar die hier. Einfach nur aus dem Grund, ich glaube, die sind für. Junge, der hat mich ja schon erfasst. Oh, komm mal klar. Ich glaube, der ist nur dafür da, wenn ich Bäume fällen will. Okay. Oh, falscher Knopf. Oh, der explodiert? Explodiert der? Ja, so ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass er mir Schaden gemacht hat. Ach, das sind... Was ist das denn? Antike Feder. Solche Federn wurden in Maschinen der untergangenen Zivilisation verbaut. Egal, wie weit man sie dehnt. Sie geht nicht kaputt. Sie ist so leicht, dass sie auf Wasser schwimmt. Ah, okay. Ah, da hinten, da haben wir jetzt noch so einen Klotz. Wir haben zwei solche Klötze. Erstmal gucken. Und ich kann auch diese Platte... Okay, das ist ja easy hier, das Rätsel. Passt auf. Diese erfassen wir. Nehmen wir jetzt mit rüber. Okay, ich muss den Knopf nicht gedrückt halten. Und legen sie hier perfekt hin. Junge, Junge. Wo ist die Kiste?
Komm ich da schon hin? Ich gehe mal davon aus, dass man die Komm ich da rein? Was will der? Kann ich die aufschieben? Nee. Oder? Nee. Irgendwie nicht. Okay, irgendwas will der von mir, aber was? Da oben ist eine Truhe. Wie komme ich zu dieser Truhe? Aber ich glaube, die ist nicht offen, oder? Nee, ich glaube, dafür muss ich noch irgendwas Rätselmäßiges lösen. Ich würde ganz gerne mal diese Klötze hier mitnehmen. Ich gehe davon aus, dass ich die brauche. Ist ja wie Minecraft hier. Loslassen. Nein, nicht runter... Fallen. Neu. So, da bleibst du jetzt bitte stehen. Wartet mal. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aber ich habe irgendwie die Vermutung, dass ich die hier hinstellen muss. Das einen Sinn ergibt, ich bezweifle es stark, aber egal. Abstellen. War das richtig? Nee. Irgendwie nicht. Hä? Was erwartet der von mir? Was kann ich hier... Kann ich die Kiste runterholen? Ich kann die Kiste da runterholen. Heranziehen. Tschack. Das ist ja richtig für faule Leute, das Ding. Warum habe ich die Dinger jetzt mitgenommen? Boah. Ein Reisebogen. Ein kleiner Bogen, wie ihn Reisende zur Selbstverteidigung mit sich führten. Solange man Pfeile hat, kann man hier mit Feinden aus sicherer Entfernung bekämpfen. Ich kann die nicht ernsthaft einfach aufziehen. Oh Gott. Wie dösig bin ich? Ja, ich hab die Truhe bekommen, die ich haben wollte. Okay, das ist aber gut zu wissen. Ich sollte damit öfters mal gucken. Kann ich ja wieder zumachen? Ja, kann man bestimmt heranziehen. Zack, keiner stört mich hier in meinem Reich. Ich weiß zwar nicht, was ich hier will, aber okay. Oh, hallo? Das sieht aus wie Alien. Warte. Du hast die Herausforderung gemeistert, ohne Zweifel. Du bist der auserwählte Held. Ich bin Ma'uno, der vor ungeahnten Zeit offenbarte sich die Göttin Hylia vor mir. Sie gab mir die Aufgabe, diesen Schrein der Prüfung zu erschaffen. Okay, so ein Schutzschrein, ne? Wahrscheinlich. Ich wurde der Priester, welcher die Pilger auf ihrer Fährte ihn prüft. Ich kann nicht lesen, das selber. Nach Äonen erschien nun endlich der wahre Held vor mir. Ja, ich? Erlaube mir, dir im Namen der Göttin hier dieses Zeichen der Bewährung zu verleihen. Und das sollen wir den Typen geben? Aber das ist nicht materiell. Das ist schwer, ihnen das zu geben. Zeichen der Bewährung. Ein Zeichen, das einem Helden für das Bestehen einer Herausforderung verliehen wird. Okay. Oh, ich wurde aufgeheilt. Dankeschön. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Dankeschön. Kleines Alien-Ding, du. Und der verschwindet einfach. Bist du jetzt gestorben? Nee, oder? Hat er jetzt 100 Jahre da gewartet, bis er sterben kann, oder was? Das war aber fies. Aber wir werden direkt rausgeschickt. Das ist ja nett. Hol! Hallo, alter Mann. Du scheinst Zeichen der Bewährung erhalten zu haben. Nicht schlecht für den Anfang. Woher weißt du davon? Und das Parasegel, Junge, gepärdet Scheißding, Mann. Nein, woher weißt du davon? Ganz einfach. Ich kann hell sehen! Ja, nee, ist klar. Mit dem Alter sieht man die Dinge vor sich nur noch verschwommen. Doch die Verborgenen erscheinen umso schärfer. Okay, ich verstehe schon. Obwohl das sicher nicht bei jedem dahergelaufenen Greis der Fall ist. Es sieht schwer danach aus, als seien die Türme und dieser Schrein deinetwegen aufgetaucht. Ja, kann gut sein. Gib mir den Gleiter. Genauer gesagt wegen dieses Shika-Steins, den du dort am Gürtel trägst. Ich verstehe nicht. Und das Parasegel, Junge. Nein, und ich verstehe nicht. Ich will versuchen, mich an alles zu erinnern. Okay, auf geht's. Vor langer, langer Zeit lebte an diesem Ort eine hochentwickelte Kultur, die Shika. Okay. Durch ihr Wissen konnte dieses Land ein umso andere Mal vor dem Untergang bewahrt werden.
Diese Kultur verschwand schon vor Jahrtausenden und von der Bildfläche. Doch Überreste ihrer Zivilisation, wie dieser Schrein, scheinen bis heute überdauert zu haben. Okay. Hör mir gut zu! Von diesen Schreinen gibt es noch weitere, ja? Allein auf diesem Plateau habe ich noch mindestens 3 weitere gesehen. Ach, ich kann die Kamera sogar bewegen. Okay. Wenn du in jedem davon ein Zeichen der Bewährung errungen hast, werde ich dir das Parasegel überlassen. Aber du sagtest doch... Jetzt willst du mehr, ja? Willst du mich verarschen? Da schuggel ich meinen Bruder, ist das klar, Junge? Aber du weißt... Nun, ein Schatz oder 4 macht das denn wirklich so ein großen... Ja, ich muss mich dahin bewegen. Ne, Sport und so. Als Ausgleich gebe ich dir auch einen Hinweis, wie du die Schreine leichter finden kannst. Okay. Und das gilt nicht nur für Schreine, also merk es dir gut. Der Trick ist, sich von einem hohen Punkt aus umzusehen. Okay. Apropos. Wie wäre es, wenn du noch einmal auf diesem Turm steigen würdest? Du machst einen Witz, Junge. Ich bin da einmal gestorben, als ich runtergefallen bin. Jetzt willst du, dass ich da wieder hochgehe? Du machst Witze. Hohoho. Keine Angst. Du musst nicht klettern, sondern sieh dir mal auf deinem Schikastein die Karte an. Okay. Auf meinem Pokédex. Hast du die blauen Siegel gesehen, die sich vor diesem Schrein auf den Turm befinden? Ja, habe ich schon gesehen. Mit der Kraft des Schikasteins kannst du dich an diesen Ort teleportieren lassen. Zumindest habe ich das gehört. Also wissen genau tue ich es auch nicht. Ja? Ich bin alt. Und debil. Vielleicht ist das auch alles nur ein Märchen. Wetten nicht? Warte gleich. Lass dich auf den Turm teleportieren, wenn du dich von dort aus und um den Schrein besiedelt. Woher weißt du das? In meinem Alter weiß man nun mal Bescheid. Also los, worauf wartest du noch? Okay, also umso älter ich bin, umso mehr weiß ich am Ende, ja? Okay. Dann teleportieren. Wollten wir uns jetzt auf den teleportieren oder auf den? Aber ich glaube, auf den hier, ne? Nee. Auf den hier. Ja, auf den sollten wir uns teleportieren. Teleportieren, wie sieht das aus? Sieht schon sehr fresh aus, muss ich sagen. Turm des... Wie bist du da hingekommen? So, wenn ich ein Paraglider kann, auch Orphex fliegen. Du lässt dich von einem alten Älterchen wie mir abhängen? Bist nicht der Schnellste, was? Der Ladebildschirm war so lang, kann ich auch nichts für. Wie? Hohoho, immer im Alter hat man den einen oder anderen Trick aufgeschnappt. Junge, bist du der Weihnachtsmann? Ich meine, der Bart passt ja. Hohoho, sagst du auch relativ gut. Dicken Bauch hast du. Könnte passen, ne? Knollnase. Nun denn? Ich habe dich hier hingerufen, weil das hier der ideale Ausguck ist, um die übrigen Schreine zu finden. Hast du schon gemerkt, dass dein Schikastein über eine Nein, darauf habe ich schon gesucht. Suche mit Hilfe des Fernglatts die Schreine und markiere sie dir. Aha. Markierungen kannst du auch direkt auf der Karte hinzufügen oder entfernen. Wenn du bestimmte Orte im Auge behalten willst, ist das sehr praktisch. Woher weißt du das? Ich hab's doch gesagt, in meinem Alter schnappt man den einen oder anderen Trick auf. Das kannst du glauben oder nicht? Dann los, sieh dich um. Okay, hetz mich nicht so, ich guck mich um. Da ist einer. Zack, zack. Geil. Da. Was ist das? Das ist ein Turm. Okay, das ist ein Turm, hier ist nix. Da ist einer. Wie kann ich die markieren? Da komme ich doch sogar hin. Wie kann ich die markieren? Ah, da mit A. Warte, ich will den markieren. Boah, sie spann mich. Da will ich hin. Hab markiert. Hast du gesehen? Hast du die Schreine entdeckt? Nee, A1. Hilfst du mir? Ich kann dir einen Tipp geben. Neu gelernte Aktionen kannst du jederzeit auf dem Pausenbildschirm nachsehen. Puh, ja, nee. Bei der Suche nach den Schreinen hilft dir das Fernglas des Schikasteins. Ja, ist ja gut. Da ist einer. Da ist einer. Da. Kann ich alle 3 markieren? Da ist einer. Ja, kann ich. Ah, ich kann sogar... Ach, ich kann 5 Stück markieren. Wo bist du hin? Da. Oh, Junge, Junge. Oh, Junge, Junge. Großer alter Mann. Da hinten wird es doch bestimmt auch noch einen geben. Das ist Lava. Junge, was ist das denn? Wie zoome ich ran?
Guckt euch das Vieh mal an! Nein! Halt nicht. Ich kann nicht ranzoomen, aber seht ihr das? Was ist das denn für ein fettes Vieh? Du willst nicht, dass ich gegen den kämpfe, oder? Wo bist du? Das Ding habe ich mal markiert. Hier wird doch irgendwo noch einer sein. Muss ich jetzt alle drei markieren? Da ist einer. Da. Hab gefunden. Aber es gibt mindestens drei. Es gibt noch weitaus mehr. Aber er will nur drei. Will er, sagt er jetzt nochmal dasselbe? Hast du die Schreine entdeckt? Hau rein, Mann. Ho, ho, ho. Da ist ja auch noch einer. Direkt vor mir hier. Oh, easy. Tun wir uns auch mal markieren, ne? Das war der falsche Knopf. Ui, spring. Den markieren wir uns auch mal. Zack. Und das da hinten ist keiner. Das ist auch keiner. Da auch nicht. Da ist auch nicht. Das sind nur diese Türme. Was ist da denn da? Nein. Ach, Mann. Der Knopf ist das. Habe ich schon. Okay. Hier? Nee, da, den hatten wir ja schon. Den haben wir doch alle. Den da oben habe ich auch, ne? Den habe ich. Da haben wir alle. Den haben wir auch. Ich habe alle. Kann ich wieder runter? Du willst nicht, dass ich hier runterspringe. Sehe ich nicht ein. Weißt du was? Mal ich dir mal was sagen. Hau rein, Mann. Kann ich mich dahin teleportieren? Auswählen. Nee, kann ich nicht. Unumanu-Schrein, da waren wir ja. Da kann ich mich hin teleportieren, nämlich unten. Oh Gott, der ist aber weit weg. Da wird es noch irgendwo eingehen. Warte mal, da guck ich doch mal hin. Da. Irgendwo da. Da ist ein Ding. Aber ich sehe den wahrscheinlich nicht von hier aus, oder? Da wird ich wahrscheinlich... Da. Nee. Auch nur so ein Ding. Ja gut, dann, hau rein. Ich gehe zu dem da unten. Ne, wenn du mich besuchen willst, stalken willst, du weißt, wo ich bin. Hau rein, Kumpel. Wie komme ich hier runter? Hier. Ich habe jetzt erstmal alles gesehen, was ich sehen wollte. Und jetzt gehen wir Richtung... Wer war der Nächste? Der da in der Ruine, ne? Gehen wir zuerst dahin. Auf geht's, die Reise. Oh, guck mal, wie sich das Gras bewegt. Schön. Da ist das Feuer angegangen. Haben die mich entdeckt? Keine Ahnung, wie... Was ist das? Kann ich gegen den kämpfen? Ja, kann ich. Tot? Kann man es nehmen? Ein Bobkin-Knochen. Ein unheimlicher Knochen, der sich auf auch abgetrennt noch weiter bewegt. Hoffentlich hält er zumindest in deiner Tasche still. Okay. Da ist ja noch einer. Wow, wow, wow. Ich kann den auch außerhalb bewegen. Okay. Ein Bogen. Nee, einen Bogen brauche ich jetzt nicht. Ich habe genug Bögen. Ach, was? Ach so. Okay. Ich kann sogar Gras schnetzeln. Ja, krass. Kann ich da rein? Nee. Aber ich will hier rein. Hier will ich rein. Das sieht... Oh, warte mal. Bogen-Action. Ja, falscher Knopf. Wo war der Bogen nochmal? Hör auf, den Vogel zu rufen. Wo ist er? Warte, wo war der? Hä? Was macht ihr da? Junge, Junge, ist der bescheuert? Ja, dann kann die wahrscheinlich auch noch ablenken, ne? Wie tue ich den nochmal... Nee, nicht ablegen. Wie tue ich den nochmal benutzen? Ach, hier. Hier. Nein, nicht hier. Wow. Okay, der hat mich entdeckt. Falscher Knopf. Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Es tut mir leid. Okay. Wow. Das hat wehgetan. Wow. Da ist irgendwas explodiert. Aua. Okay. Mein Schwert ist zerbrochen. Oh. Warte kurz. Ich brauche ein neues Schwert. Ist ja gut. Ich habe ja genug, ne? Wir nehmen das hier. Ausrüsten. Fertig. Ja, Satz mit X, das war wohl nicht. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Springen habe. Ich sollte vielleicht mal aufhören zu springen. Wow, der hält viel aus. Okay, gekonnt ausgewichen. Perfekt. Moveset hier. Ja, das war's. Gut, oh, ich bin fast tot. Ich muss was essen. Oh, warte mal, erstmal aufheben. Was hat er hier gedroppt? Bobglin Hauer. Diesen stumpfen Zahn hast du nach dem Sieg über einen Bobkling erhalten. Zusammen mit Insekten und ähnlichen gekochten lässt sich Medizin rausbeiten. Ja, das wissen wir doch schon. Noch einer. Noch einer. Den oben will ich abknallen mit Fall und Bogen. Was ist das? Flederbeißerflügel. Der Flügel eines Flederbeißers. Erst bei der näheren Betrachtung fällt dir auf, dass er von einem kleinen Härchen bedeckt ist. Kochst du ihn mit Insekten, dann kann ich fliegen oder was? Geil, Mann. Geil. Okay, wir heilen uns nochmal. Dann beende ich den Part hier schon mal, meine Freunde. Wir essen jetzt nur noch. Also, wir haben noch hier irgendwas gekocht. Hier. Es gibt viel zu viel. Das reicht hier. Essen.
Essen wir noch einen rohen Apfel. Wir müssen mal kochen gehen. Und die Haselnuss hier. Okay, die bringt fast gar nichts. Egal. Den Rest will ich schon nicht essen. Wir müssen mal auf die Suche nach Essen gehen, habe ich das Gefühl. Nein! Guck mich nicht an. Ich muss mich kurz verstecken. Ich muss den Part beenden. Aber warte mal. Kann ich da hoch? Der kann da hochkretteln. Okay, wir machen da oben den Part zu Ende. Springen wir. Jupp. Jupp. Hier oben machen wir den Part zu Ende. Oh, es wird dunkel. Sicher jetzt erst. Okay, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Also, haut rein. Tschüss.